eine Baby-Shower-Party schmeißen könnte. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles um die Themen DIY und Nähen. Und heute gibt es mal wieder ein, ja, wahrscheinlich DIY-Video. Vielleicht wird auch genäht, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was heute passiert, denn es gibt mal wieder ein richtig cooles Special. Ich habe mich zusammengetan mit der lieben Laura von TryTryTry und Steffi von DIY-Mummies. Wir haben eine Art Tauschpaket gemacht, und zwar so ein Sommer-Schrottwichteln. Das kennt ihr ja vielleicht noch aus der Adventszeit, was ich mit Jelena und Liz manchmal gemacht habe. Und das haben wir jetzt mal quasi die Sommerversion gestartet. Was sind die Regeln? Also, wir haben uns gegenseitig 10 Materialien geschickt. Jeder hat so bei sich geguckt, was er so rumliegen hat. Materialien, die irgendwie schon ewig da sind, nicht genutzt werden oder wovon man zu viel hat. Solche Sachen. Und die Sachen schicken wir dann immer an eine andere. Ich werde meine Sachen an die liebe Steffi schicken von DIY-Mummies und ich erwarte ein Paket von Laura. Dann kriegen wir eine kleine Videobotschaft und dann müssen wir aus diesen 10 Materialien was machen. Wir müssen alle 10 Materialien verwenden, wir müssen dabei aber nicht jedes einzelne Material komplett aufbrauchen. Und wir dürfen so viel zusätzlich nutzen, wie wir wollen, und wir dürfen so viele verschiedene Projekte draus machen, wie wir wollen. Das heißt, im schlimmsten Case habe ich hier nachher 10 Projekte. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das Zeug für Steffi zusammengesammelt habe und was ich ihr eingepackt habe. Ich habe mal meine Bastelschublade aufgemacht und wie ihr seht, die ist ein bisschen voll. Und da habe ich bestimmt das ein oder andere Schätzchen für die Steffi drin. Diese Kiste hier, da ist so ganz viel Holzzeug drin. Die habe ich ja auch sehr gemacht. Steffi kann doch auch gravieren. Ich glaube, sie kriegt eine Holzscheibe. Ich habe so viele wunderschöne Stempel. Mich jetzt für diesen Stempel entschieden, weil den nutze ich wirklich nie, wie man sieht. Ich habe auch noch 2 Stempel, die ich wirklich doppelt habe. Das ist doch was für die Steffi. Also kommt auch mal zum Stapel. Jetzt sind gerade meine Stoffe. Welcher Stoff hier schon ewig liegt, den finde ich ja auch schon Jahre. Das finde ich so schön, aber nicht keine Anwendung. Aber der kommt, der wartet noch, der reift noch ein bisschen. Den habe ich hier gerade gefunden. Daraus habe ich mir mal einen Überzug gemacht für meinen Liegestuhl. Und Steffi macht daraus bestimmt was Cooles. Hier ist auch so eine Schublade, die prädestiniert für dieses Projekt, ja? Diese Schublade bräuchte auch mal eine Generalüberholung. Ich habe hier einen Rest Traubenkerne gefunden, die sind super zum Füllen. Nöpfe sind natürlich auch immer so ein Ding. Und die sind ja besonders, sagen wir mal, speziell. Die sehen ein bisschen aus, wenn man damit Flaschen aufmachen könnte, wenn sie ein bisschen größer werden. Nicht so schwer zu machen, kriegt ihr noch ein paar andere. So, hier also nochmal eine Übersicht. Ich habe jetzt noch ein Stück Leder zugepackt. Das war ein Rest von meinem Rucksack Roxy. Der Trade of Cotton Cord, damit kann man richtig gut Makramee machen. Ich habe... Das ist kein Schrott, überhaupt gar nicht. Ich habe nur unglaublich viel davon. Also wir haben jetzt Knöpfe, Stempel, Textilfarbe, eine Holzscheibe, einen Herzfang- und Küchenanhänger, eine Hupe, etwas Leder, Stoff und Traubenkerne. Also ich finde es auf jeden Fall farblich okay. Kann man was draus machen, glaube ich. Naja, ich hoffe, Steffi, du kriegst das hin und du bist nicht zu verzweifelt. Paketchen ist gepackt. Kann ich jetzt zumachen und zu Post bringen. Und dann geht das an die... Steffi raus. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von Steffi vorbei, wenn ihr wissen wollt, was sie aus meinen Materialien gebastelt hat. So, und ich würde sagen, hier steht es nämlich schon, ich habe ein Paket bekommen von der lieben Laura von TryTryTry. Da gucke ich jetzt mal rein. Ich habe schon aufgemacht und ich sehe schon, ich kann schon ein bisschen reinlooken. Ich glaube, ich schaue mir erstmal die Videobotschaft an von Laura, die sie mir geschickt hat. Und ich gucke sie mir auf dem Handy an und ich blende sie euch hier gleichzeitig ein. Hey, ich bin Laura vom YouTube-Kanal TryTryTry. Bei mir geht es um die Themen Food und DIY. Und liebe Nastja, für dich habe ich das DIY-Paket gepackt. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und es ist nicht zu sehr verzweifelnd. Ich habe versucht, es nicht zu schwer zu machen, aber vielleicht kannst du daraus tolle DIYs machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde dann danach zuschauen, was daraus gemacht wurde. Okay, ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir öffnen mal die Box, beziehungsweise geöffnet ist sie schon. Ich sehe auch schon eine Sache und zwar, die hole ich gleich mal raus. Eine riesengroße Stumpfkerze. Na gut, Kerzen-DIYs sind ja gerade im Trend. Ich glaube, so eine gedrehte Kerze oder so eine zermatschte Kerze oder auch Dip Day wird damit ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt schon so ein paar Ideen. Oh, ich glaube... Ich habe eine Idee, was ich... Vielleicht kriege ich ein Motto in das Material. Das erzähle ich euch aber gleich. Ich gucke erstmal weiter. Oh, hier ist noch eine Karte.
Liebe Nastja, ich hoffe, ich mache es dir nicht allzu schwer und du kannst etwas mit den Materialien anfangen. So, was haben wir hier noch? Wolle in den schönsten Farben und zwar ein krasses Neonpink und ein Hellblau. Was ist eigentlich hier mit meinen Haaren los? So, ich habe doch eigentlich hier so einen Scheitel. Da ist er. Dann, oh, was ist das? Ist das zum Plotten? Wahrscheinlich ist es einfach nur Sticker und ich bin in meinem Plotter-Universum. Okay, ich habe zu weit gedacht, aber das macht es mir wahrscheinlich einfacher. Ich glaube, wir werden basteln, wenn ich so sehe. Was haben wir hier noch? Oh, Blumendraht in Schwarz. Spannend, spannend. Noch habe ich überhaupt keine Idee. Ihr könnt ja auch gerne eure Ideen mal unten in die Kommentare schreiben, was euch so vorschwebt. Acryl Spray Paint Set, auch in Blau und Rosa. Das heißt, farblich läuft das bis jetzt so ein bisschen auf eine Baby-Shower-Party hinaus. Ich habe aber bis jetzt, da kriegen wir irgendwas hin. So, was haben wir hier? Und Rub-On-Sticker, Afreif-Plattjes. Achso, Abrubbel-Sticker. Das sieht aus wie so Tattoo-Folie, aber ich glaube, das sind so Sticker, die man so durchrubbelt. Ein Bastelset Sterne aus Pergamentpapier, beziehungsweise, oh, die sind aber wirklich klein, Transparentpapier. 128 Blätter. An dieser Stelle bin ich sehr froh, dass wir nicht das komplette Material nutzen müssen. Wie groß sind die? Was sind das? 7 cm? 7,5. Seht ihr mein Schneiderauge? Und, ich werde, glaube ich, keine Weihnachtssterne basteln. Genau, und was haben wir hier noch? So, das ist, glaube ich, das Letzte. Das ist Papier mit Boho-Federn. Das ist klar, da kann man auf jeden Fall was machen. Oh, das ist süß. Blumen. Okay, cool. Warte mal, jetzt muss man durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das heißt, ich muss beide Wollfarben verwenden und beide Acrylfarben. Das ist gut zu wissen. Ich nehme an, bei den Papieren reicht es, wenn ich eins nutze. Okay, dann gehe ich jetzt mal brainstormen. Also mit der Kerze, das ist so mein zentraler Punkt. Ich sehe, wir haben ein Farbschema. Das ist schon mal gut. Das ist vorgegeben, also so ein bisschen rosa-blau. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken, beziehungsweise die Kreativglocken, weil ich nämlich wahrscheinlich im September auf eine Hochzeit gehe. Und vielleicht schaffe ich ja, heute aus dem Material so ein bisschen schöne Hochzeitsgeschenke zu basteln. Vielleicht mache ich noch so eine Art Geldgeschenk. Dicke, vielleicht könnte ich was sticken. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich damit so anstelle. So, es ist ein Tag später und ich habe mir ein paar kreative Ideen gemacht und skizziert. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit der Kerze. Und ich dachte mir, die ist natürlich perfekt für Hochzeit, das kann man so ein bisschen individualisieren. Ich wollte da irgendwie Trockenblumen mit reinbringen und ich dachte, für die Hochzeit ist natürlich schön, wenn wir das individualisieren. Deswegen habe ich mir die beiden Initialien der beiden als Papiervorlage fertig gemacht und habe nach Techniken auch geschaut, wie man denn sowas auf eine Kerze drauf kriegt. Und da habe ich gefunden, dass man das mit Seidenpapier machen kann und dann dachte ich, ja, probieren wir das doch mal mit dem Transparentpapier. Da dachte ich, kann hier auch noch vielleicht gleich das Acrylspray mit einbeziehen und habe hier verschiedene Techniken probiert. Aber das Problem beim Trocken ist, dass das Transparentpapier sich mit dem nassen, dicken Acrylspray sehr, sehr, sehr stark wellt und das einfach unpassend ist. Ich habe dann mit einem schönen Stift die Initialien geschrieben, A und S, und das Ganze grob ausgeschnitten, auf die Kerze gegeben und dann mit etwas Backpapier und hitzeresistentem Klebeband fixiert und dann mit dem Heißluftgerät das Ganze ein bisschen beföhnt. Ich habe das vorher an einer anderen Kerze getestet, um A, zu schauen, funktioniert das, weil ich werde natürlich jetzt nicht vielleicht die ganze Kerze verhunzen, und B, zu schauen, wie kann ich mit der Wärme umgehen, und da habe ich schon gemerkt, okay, ganz vorsichtig, relativ kurz, weil das Heißbläsegerät natürlich sehr heiß ist. Der Föhn wird, glaube ich, nicht ganz so heiß. Aber wenn ihr sowas macht, dann testet das auf jeden Fall vorher. Ich hatte dann so ein Gefühl dafür und habe das übertragen und es hat so extrem gut funktioniert. Damn! Also das hätte ich selber nicht gedacht. Das ist richtig, richtig cool. Dann habe ich hier noch zwei kleine Trockenblumen geschnappt und habe die auf die gleiche Art an der Kerze fixiert. Ich hatte hier erst zwei pinke, habe die pinke dann aber im Nachhinein auch nochmal abgekratzt und durch eine blaue ersetzt, weil dieses Pink-Blau ist ja heute hier irgendwie farbgebend. Dann habe ich mir noch dieses Tape geschnappt mit den kleinen Herzchen und unten einmal um die Kerze drumherum gemacht als Abschluss. Ja, es ist ein bisschen kitschig. Ich glaube, es wird heute alles sehr kitschig. Deswegen passt das Thema Hochzeit ja sehr gut. Und ich meine, die Materialien sind ja halt nun mal so, wie sie sind, ne? So, die Kerze ist fertig und ich finde, sie ist mega, mega cool geworden. Ich werde auf jeden Fall dazu schreiben, dass sie die eigentlich nicht abbrennen sollen, wenn dann halt nur bis zur Hälfte, also bis zum Schriftzug, und dann halt wirklich vorsichtig sein sollen. So, ich war kurz weg. Wir mussten eben das Kind aus der Kita abholen. Der Kleine ist seit letzter Woche wieder in der Kita. Ja, und musste heute dann abgeholt werden. Na gut, jetzt schläft er hier. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie habe ich weitergemacht? Ich hatte mir die Wolle geschnappt, weil ich hätte ja kurz überlegt, damit zu sticken. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe versucht, das Garn so ein bisschen aufzuzwirbeln, in die verschiedenen Stränge aufzuteilen. Dann habe ich versucht, damit zu einem dunkleren Stoff könnte ich ja Initialien sticken. Und ich glaube, wir werden heute sehr viel Initialien haben.
vorgezeichnet und angefangen nachzusticken und schon gemerkt, dass es mit diesem einen fädrigen Wollfaden doch sehr, sehr schwierig ist zu sticken, weil das Ganze wirklich super dünn ist, super fluselig. Ich habe hier tatsächlich mal das Schneidergarn verwendet aus meinem Nähgadgets-Video. Das hat ein bisschen geholfen, aber nach 3-4 Stichen ist das Garn wirklich sehr, sehr dünn. Also es ist kein Stickgarn. Ich habe es dann irgendwann einfach zweifädrig genommen und so gestickt. Und das Ganze, wir waren gestern bei meiner Mutter noch draußen im Garten. Die hat dann den Kleinen beschäftigt und die haben da getüdelt. Und ich saß dann im Garten und habe gestickt. Und das war sehr, sehr schön. Und es ist auch ziemlich cool geworden. Hier ist es nämlich fertig. Tada! Ich habe dann noch so ein geometrisches Muster drumherum und ein bisschen Pflanzen reingestickt. Und es ist sehr, sehr schön geworden. Ich finde, es hat auch viel Spaß gemacht. Das kann man sich dann an die Wand anhängen. Das ist ein süßes Deko-Element. Dann habe ich mir das Papier geschnappt und auf Kartengröße zurechtgeschnitten. Auch hier hatte ich noch was von dem Transparentpapier und diesem geletterten A und S über. Ich dachte, ja, dann kann ich die Reste ja oder da, wo ich probiert habe, auch verwenden. Die sind ganz gut geworden. Ich probiere hier mal diese Sticker aus, diese Rub-On-Sticker. Ich hatte die auch mal auf der Kerze probiert, weil ich dachte, da wäre es natürlich auch schön gewesen. Aber auf der Kerze haben die nicht gehalten, deswegen auf Papier. Und ich mache hier wieder eine blaue Blume und eine pinke Blume. Dann sind wir bei diesem Blau-Pink, wie in der Kerze und auch in der Stickerei. Und da klebe ich dann noch dieses A und S mit drauf. Und dann habe ich ja auch noch den Draht, den muss ich auch noch verwenden. Und da hatte ich von Anfang an die Idee, zumindest seitdem ich das Thema Hochzeit im Kopf habe, da so kleine Herzen draus zu machen. Und ich habe dann hier einfach den Draht mehrfach quasi als Kreis gemacht und sich selber verwickelt. Mit der Zange dann eine Herzform draus gemacht, das ging wirklich ganz gut. Und dann eine zweite Herzform angesetzt und die beiden Herzen auch nochmal ineinander verwickelt. Und das Ganze dann einfach mit Heißkleber auf die Karte draufgeklebt. Zugegeben, es ist unheimlich kitschig. Ich habe auch nochmal ein bisschen Blumensticker auf den Umschlag gemacht. Das ist wirklich unfassbar kitschig geworden. Aber hey, komm, für eine Hochzeit, da kann man schon mal den Kitsch rauslassen, finde ich. Da kann man auch schon mal kitschig sein. So, was fehlt jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Das Acrylspray. Das hätte ich natürlich auch irgendwie in der Karte mit einbringen können oder den Umschlag nochmal ansprühen können, hätte ich es mir einfach machen können. Aber ich dachte, es fehlt ja, also wir haben jetzt eine Kerze, wir haben eine Stickerei, wir haben eine Karte, es fehlt ja noch irgendwie so das Hauptgeschenk und man schenkt ja meistens Geld zur Hochzeit. Und deswegen dachte ich, mache ich noch ein süßes kleines Geldgeschenk in einem Bilderrahmen. Ich hatte hier noch einen tiefen Bilderrahmen sogar über, den hatte ich hier noch rumfliegen. Dann habe ich den gesucht, aber ich habe ihn gefunden und dann habe ich einfach auf Aquarellpapier dieses Spray so ein bisschen ausprobiert, dann noch mit ein bisschen Wasserspray drüber, dass das so ein bisschen verläuft, so ein bisschen schick aussieht und das Ganze erstmal trocknen lassen. Dann habe ich noch ein A und S Zeichen genommen, was ich noch hatte, wieder was von dem Papier, das umgedreht und draufgeklebt und mir noch hier zwei 50-Euro-Scheine genommen und die zu kleinen Herzen geformt und das Ganze dann zusammen arrangiert, aufgeklebt und in den Stickrahmen gepackt und fertig ist das Geldgeschenk. Das finde ich wirklich ziemlich schick geworden, ziemlich cool. Fertig ist also mein Hochzeitsgeschenk-Kit, was ich aus den Schrottmaterialien von der lieben Laura gemacht habe. Wir haben also eine Kerze mit den Initialien, wir haben eine Stickerei mit Initialien, wir haben ein Geldgeschenk mit Initialien, wir haben eine Karte mit Initialien. Ja, jetzt, wo ich das alles so zusammensehe, ist es ein bisschen so, ich habe euch ganz viel gemacht, wo eure Initialien drauf sind. Das ist ein bisschen crazy, aber gut. Dann ist es halt, also es sollte ja alles zusammenpassen. Ich finde es ein bisschen too much, um ehrlich zu sein, mit den ganzen Initialien. Aber es ist irgendwie auch ganz niedlich und ich bin mir sicher, die beiden werden sich freuen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Thema Hochzeitsgeschenk jetzt abhaken kann. Liebe Laura, danke für das Material. Was ich unheimlich spannend fand, war, dass ich, hätte ich aus freien Stücken gearbeitet, hätte ich wahrscheinlich ganz andere Sachen gemacht. Und ich habe fast das ganze Material eigentlich auch so oder so ähnlich irgendwie hier. Ich wäre nie darauf gekommen, das so zu nutzen. Aber wenn man mal so drauf limitiert ist und jetzt so diesen Zwang hat, du musst das jetzt hier so nutzen, kommen nochmal ganz neue kreative Ideen. Ich finde das für einen kreativen Menschen sehr, sehr spannend. Und für mich ist es auch immer so, dass ich nie eigentlich, nie ist übertrieben, aber eigentlich fast nie unter Druck stehe oder denke, oh, was machst du denn jetzt oder was machst du nächste Woche oder was mache ich aus diesem Material, sondern ich bin immer, ich vertraue mir selber und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was ich daraus mache. Und ich freue mich drauf, weil ich weiß, ich werde daraus irgendwas Kreatives, Schönes machen und eine Lösung gefunden haben. Und ich bin immer sehr, sehr gespannt, was es dann wird. Das hilft mir auch, mich nicht selbst zu blockieren. Das haben ja öfter mal die Leute das Problem, dass sie sich dann selber blockieren. Und so, da muss ich jetzt was draus machen und ich weiß nicht und so. Vertraut euch mal.
Seid mal mutig, vertraut euch selbst und seid gespannt, was ihr da Schönes draus macht, wenn ihr sowas macht. An dieser Stelle nochmal das Shoutout an die liebe Laura, die mir das Material geschickt hat. Schaut da unbedingt vorbei und auch an die Steffi, der ich mein Material geschickt habe. Und das werde ich jetzt nämlich machen, mir Steffis Video angucken, was sie denn so Schönes aus meinem Material gezaubert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure ersten Ideen waren, was ihr daraus gemacht hättet. Dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich freue mich sehr drauf. Nächste Woche wird wieder genäht. Dann, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.